Bugbear Entertainment, THQ Nordic, Wreckfest, Drive Hard, Die Last. Und damit hallo allerseits und willkommen bei Drücke Enter bei Wreckfest. 4 Jahre lang war das Spiel in Entwicklung und jetzt 2018 ist es erschienen. Und das ist praktisch der inoffizielle Nachfolger von Flatout. Flatout 2 oder eben die Neuauflage von Flatout 2 Ultimate Carnage. Der nächste Teil, wenn man es so will, wenn er von Bugbear kommen soll. Und viel mehr gibt's eigentlich gar nicht zu sagen. Eigentlich nur noch, dass ich schon mal ein paar Runden gedreht habe, um vor allem eben die optimalen Soundeinstellungen hinzubekommen. War gar nicht so einfach. Auf jeden Fall musste ich da etwas probieren. Und wir werden gleich mal die Karriere angehen. Wenn es interessiert, zeige ich nochmal ganz kurz, ja, bei Verschiedenes war das ja, zeige ich nochmal ganz kurz die Einstellungen, unter denen das Spiel aktuell läuft. Das sieht dann so aus. Läuft auch wunderbar, also kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Gut. Ich habe erstmal bei... war das hier nicht? Okay. Wo war denn der Schwierigkeitsgrad? Ich glaube, der war, wenn ich ein Rennen starten will, da kann man das, glaube ich, noch mit einstellen. Karriere zurücksetzen. Nee, habe noch gar nicht begonnen. Nein, Spiel nicht verlassen. Wie geht hier zurück? Achso, ich muss einfach bloß den Reiter wechseln. Gut, alles klar. Also, nicht weiter groß erzählen. Die Karriere, Rennkarriere starten oder fortsetzen. Die regionalen Junioren, die nationalen Amateure, Herausforderungen und die Profi-Internationals und dann die Worldmasters, die Weltmeisters. Ich würde sagen, wir fangen klein an, denn wir müssen uns offensichtlich erstmal hocharbeiten. Oh. Ist auch gut. Ist Dreck. Das Rasenmäher Deathmatch. Wow. Friss Dreck. Es ist Zeit für den Landwirtschaftsjahrmarkt. Und du wurdest eingeladen, deine Demolierungsfähigkeiten mit einem Rasenmäher zu demonstrieren. Zeig den Fahrern, wo der Boss ist, wer der Boss ist. Und dann gehört das heiligste, geheiligte Instrument akkurater Schnittkanten dir. Cool. Oder wir machen erstmal der geborene Demolierer. Scheint erstmal ein ganz normales Rennen zu sein und das ist dann so ein kleines Spaß-Event, wobei hier alles Spaß ist. Im Besitz ein Auto, noch gar keins. Hier eins im Besitz. Klasse C, Klasse D, Klasse C, Renn 4. Ein Rennen, vier, ein Rennen, ein Rennen, ein Rennen, ein, vier. Na gut, dann. Nächstes Event. Midwest Motor Center. Ah, wenn ich das schon wieder so sehe. Ich mag das, solche natürlichen Strecken. Überhaupt die Strecken von Flatout oder jetzt hier Wreckfest. Die treffen einfach genau meine richtige, genau die richtige Kerbe. Diese Dreckstrecken, wenn man es so will, nicht D-R-A-G. Ach toll. Das wird ein Spaß werden, unser aktueller Wagen. Achso, wenn ich auch benutzte definierte Rennen fahre, dann habe ich genauso Erfahrung und vor allen Dingen eben Credits, wo ich mir dann auch in der Karriere andere Autos freischalten kann. Naja, habe jetzt ein Rennen abgeschlossen. Das wiegt jetzt noch nicht so sehr. Also ein Rennen vor der Aufnahme. Gut, Startplatzgröße 16. Gibt es noch irgendwas zu beachten? Ich denke mal nicht. So, jetzt kommt hier das Klassement. Ist ja das erste Rennen erst. Werkstatt. Mein Wagen, Lackiererei, Upgrades, Tune und der Markt für neue Autos. Schaden am Fahrzeug. Ich würde sagen, realistisch. Ist normal, bloß optischer Natur. Meinetwegen auch gerne, wenn Radverlust, dann wird es schwierig. Gut, Event starten, aber wir können auch Optionen.
Gibt's halt nicht mehr. Nee, kein Unterpunkt. Ich glaube, hier kommt gleich auch in der Karriere, zumindest kommt das bei den benutzerdefinierten Events, dass da nochmal ein Auswahlbildschirm kommt mit, hier kannst du nochmal alle Einstellungen tätigen, wie zum Beispiel auch der KI-Schwierigkeitsgrad. Die Hauptschleife von dem Midwest Motor Center. Tipps, Crashes haben es in sich. Wie das schon wieder aussieht. Ah, schickes Spiel. Genau, hier haben wir nochmal die Schwierigkeit. Und ich würde sagen, erstmal Amateur. Es gibt noch Neuling und es gibt noch Experte. Experte, da habe ich kein Land gesehen. Muss auch erstmal in das Spiel reinkommen. Und ansonsten... Ja, das Spiel lehnt sich eher an dem ersten Flatout an. Aber sieht mindestens genauso toll aus. Noch toller als Flatout 2. Ich finde Flatout 2 ein tolles Spiel, aber auch das erste Flatout sehr gelungen. Mit einem Fokus mehr auf akkurates Fahren, aber immerhin noch Zerstörung. Teil 2 ist ja wirklich actiongeladen. Da siehst du wirklich zu, die Leute klein zu bekommen. Und dann mit meiner liebgewonnenen Taktik, so die erste Hälfte des Rennens Leute zerstören, die zweite Hälfte nach vorne fahren. Finde ich einfach eine tolle Mischung. Und ja, gucke ich nochmal hier. Ist ja auch interessant. Hier steht Hilfen und dann kommt hier das Klassement, das Starterfeld. Scheint noch nicht hundertprozentig ausgereift zu sein. Aber gut, Bonusziele lassen mindestens 3 Gegner rausdrehen. Oh, Drecksack sein, das ist genau mein Ding. 3 Runden? Gut, dann würde ich sagen, leg mal einfach mal los. Oh, dieser Schrottkübel, ich mag das. Bin noch hin und her gerissen, welche Ansicht ich fahren möchte. Weil die Cockpit-Ansicht, vor allem wenn die Motorhaube eingedellt ist und uns vielleicht etwas die Sicht versperrt, da dreht schon einen weg. Das sieht einfach so toll aus. Oder das wirkt einfach so toll. Oh, Dämpfer leckt, rechtes Vorderrad schief. Nein, das ist ja wirklich realistisch. Also normal ist dann wohl, wenn man selbst den Angriff startet oder die Initiative ergreift, dass man selbst keinen Schaden bekommt. Das ist zum Beispiel bei Flatout 2 der Fall. Dann bekommt man selbst keinen Schaden. Das war scheiße. Und wenn man hier in jeden Zweikampf geht, kann man auch, egal ob man in der stärkeren Position ist oder nicht, kann man hier Schaden davontragen. Das wird es wohl sein. Na, das kann ja was werden. 79 Fahrzeug. Gesamtzustand noch. Und dabei habe ich ja kaum was gemacht. Oha. Na, was? Damit ist die Federung kaputt gegangen. Alter, das ist aber sehr genau. Diese Zerstörungswut, das ist auch alles genau mein Ding. Flatout eben, bloß unter einem anderen Namen. Aber von den gleichen Entwicklern. Na, die Kurve habe ich scheiße genommen. Ach du Scheiße, ey, die Federung ist ja sogar schon orange. Zu viel springen könnte auch bedeuten, dass wir Schaden davon tragen. Also ich bin auch hin und her gerissen, weil bei solchen Spielen, wo man zum Beispiel auch Schaden sieht, rausgedreht, zählt das als rausgedreht? Das ist ja bloß seitlich gegen die Bande, glaube ich. Also in Spielen, wo man auch Schaden sieht, finde ich es einfach so toll, hinter dem Fahrzeug zu stehen mit der Kamera. Bremsschaden da toll, weil man dann einfach wirklich auch sofort sehen kann, ja, du hast jetzt jemanden berührt. Oder hast dich irgendwie rausgedreht, bist angeeckt. Wie sieht jetzt der aktuelle Wagen aus? Wo hat es da mit welchem Aufprall welchen Schaden gegeben? Optische Natur, das finde ich sowas von geil. Ah, scheiße. Jetzt nicht noch den ersten Platz hier wegschmeißen. Der Wagen ist jetzt schon zu über einem Drittel kaputt, obwohl wir noch gar nichts Schlimmes gemacht haben. Oh, oh. Vielleicht fahre ich auch mal zwischendurch auf normal oder schaue mir das einfach mal an. Habe wie gesagt noch gar nicht viel Erfahrung gesammelt. Größtenteils war es einfach ein Sound- und ein Musiktest.
habe auch mal wieder testweise was hochgeladen, um zu schauen, wie sieht's denn aus mit Content ID. Soweit, so gut. Da haben ein paar Ansprüche gestellt, aber nichts mit hier Folge weltweit gesperrt, und das ist ja die Hauptsache. Gut. Das erste Rennen gewonnen, nicht eindeutig, aber gewonnen. Einzelnes Rennen. Endergebnis. Aha. Fächerkrümmer für Rocket, also für unsere Karre. Renntagbelohnung. Und ein paar Credits. Rechte Position, Punktzahl. Oh, Luftfilter. Und noch Kühlung und ein Überrollkäfig. Cool. Schwierigkeit mal 1,88. Tagesziele 0. Ja, rausgedreht. Beste gefahrene Runde. Hm. Okay, okay, okay. Noch sind die Rennen sehr kurz gehalten. Mal gucken, wie das dann auch so werden wird. Können wir den Wagen schon verbessern? Wir können ihn anmalen. Aber erstmal Leistung. Hochschrauben, kaufen und installiere Upgrades. Setup des Autos anpassen, das ist mit Jung gemeint, okay. Also der Wagen hat eine ganz klare Stärke bei Höchstgeschwindigkeit und bei der Stärke. Er sieht ja auch massiv aus. Ah, so kann man den drehen. Die Halle ist aber auch, ja, passend zum Auto. Einfach eine Halle. Ziemlich viel Platz für ziemlich viele Autos und viel Schrauberei. Ich mag das einfach, solche zusammengeflickten Karren auf solchen Strecken, wie wir gerade eben hatten. Das ist halt einfach Flatout. Das ist sowas von cool. So, was mit den gewonnenen Teilen? Motor? Achso, das ist die Unterteilung. Ist noch gesperrt, bringt Beschleunigung. Keine Höchstgeschwindigkeit, bringt Beschleunigung. Erfordert Level 23. Oh, das ist noch ein ganz schönes Stück. Klasse B, Klasse A. Panzerung. Frontstange. Also mehr aushalten, mehr austeilen können, aber ist man dann auch schwerer und kommt schlechter von der Stelle? Ich denke mal schon. Seitenprotektoren. Eine Frontstoßstange kann die Wagenfront verstärken, bedeutet aber auch zusätzliches Gewicht, was die Leistung verringern kann. Hm, dachte ich mir schon. Okay, schaut mal, es ist noch Preis 400. Könnten wir uns leisten? Ich sehe gerade gar kein Level, was man dafür braucht. Ach so, da auch. Da steht das. Ich habe jetzt ewig gesucht. Da, die 12, alles klar. Gut, dann fahren wir erstmal, ehe wir uns irgendwas anbauen können. Der Wagen hat gerade eben schon Platz 1 geschafft, deswegen sollte das auch weiterhin machbar sein, wenn ich mich nicht allzu blöd anstelle. Wir fahren jetzt... Das Ding habe ich, glaube ich, bisher immer gefahren. Das bin ich bisher immer gefahren bei meinen Testrennen. Der Servolex Sandpatch. Oberfläche 82% Kies, 18% Asphalt. 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 Drei Runden wieder, 16 Autos am Start. Okay, okay, okay. Ihr werdet starten. Übermäßiger Schaden an den Reifen kann dazu führen, dass sich diese verabschieden. Also Vorsicht. Stirbfleisch, Todes. Was, um jemanden zu crashen, musst du diesen so treffen, dass er auf ein Hindernis wie eine Mauer prallt und zu einem abrupten Halt kommt. Der da vorne klatscht. Der guckt der Drohne ganz genau hinterher, der da gerade war. Sieht einfach so toll aus. So ein schönes Spiel. Also, es war 4 Jahre lang in der Entwicklung. Ich habe es mir relativ schnell gegönnt, als ich mitbekommen habe, da gibt es einen inoffiziellen Flatout-Nachfolger. 4 Jahre lang gereift. Immer mal wieder mal ganz kurz reingeschaut und jetzt das Spiel fertig, seit ein paar Monaten. Und ja, jetzt haben wir es auch endlich zusammen vor der Nase.
Ja, die Strecke kenne ich schon. Die bin ich bisher immer gefahren bei meinen Testrennen. Aber hab bloß eins abgeschlossen davon. Meistens immer wieder Neustart gemacht. Hey, du Arschgeige. Oh. Hey, warum kommt da so Reifenqualm auf? Ist doch gerade bloß Rand. Gerade bloß Sand. Könnte man die Innensicht gehen? Ja, finde ich es komisch, dass man auf einmal nicht mehr die Arme und die Hände sieht, die man noch von außen sieht. Oh, geil. Die ist den zerscherbelt. Und wenn jetzt unsere Motorhaube irgendwie einen blöden Knitter bekommt, dann sehen wir auch entsprechend schlechter. Ja, oder wenn sie abhebt. Insofern bin ich hin und her gerissen, welche Kameraperspektive ich fahren will. Ich glaube, ich werde es immer mal wieder wechseln. Na, komm, komm, komm. Ah, hab gar nicht geguckt, was wir überhaupt Ziel haben. Kühler kaputt, ne, toll. Jetzt qualmt das Ding auch. Entsprechend, aua. Schaltgestänge. Oh, niedriger Reifen, Öldruck. Und vorne hängt es auch runter. Das Autochen. Vorne links. Können wir das vielleicht in der Kurve mal sehen, was da vorne links ist? Das Rad ist noch dran, sonst wird es auch nicht so schnell gehen. Und vor allem nicht so gut in die Kurve gehen. Federungsschaden. Sag mal, geht's noch? Ah, 24% Auto noch. Oh oh. Letzte Runde, wir sind gerade Siebter. Na, das Rennen läuft hier schon mal ganz anders. Ja, schaut mal, jetzt sieht man nämlich auch einen Fahrer mit Händen und Armen am Lenkrad. Oh, scheiße, zu schnell rein. Kostet nur Geschwindigkeit, kein Fahrzeugzustand und eine Position, wir sind Achter. Was ich ein klein wenig schade finde, die Kurve habe ich scheiße genommen. Was ich ein klein wenig schade finde, dass es hier nur solche, ja, ich schätze mal, Namen von echten Spielern gibt. Nicht irgendwie Jack Benton, einfach Vorname, Nachname, die man sich einprägen könnte. So ist jeder Gegner irgendwie ziemlich gesichtslos, wenn wir jetzt so die Namen hier sehen. Finde ich ein klein wenig schade. Einzelnes Rennen. Also es könnte bei dem Event auch eine Rückrunde geben, also eine Revanche, zum Beispiel Rückwärtsfahren oder generell ein zweites Rennen. Deswegen hier nochmal Endergebnis. Ein paar Credits. Noch Level 2. Bisher gehen die Rennen echt schnell vorbei. Die nächste Strecke hat... Die kenne ich schon aus... der Alpha-Beta-Phase. Die sah aber noch etwas anders aus. Das ist genau das Gegenteil davon. Viel mehr Asphalt und ganz wenig Kies. Fire Rock Raceway. Na gut, dann starten. Wenn du einen Wagen vor dir rausdrehen willst, stößt du diesen hinten an, damit er ins Schleudern gerät und rausdreht. Ja, das ist Drecksackmanier. Kenne ich sehr gut. Updating Cars stand unten rechts noch in der Ecke. Dann legen wir mal los. Gucken, ob der Wagen das Rennen überlebt, denn die Runde ist eine Ecke länger. Wir starten als Vorletzte. Werde mich, glaube ich, erstmal aus dem Gröbsten raushalten. So, jetzt irgendwie versuchen, vorbeizuziehen. Na, immerhin 13. Okay, das ist eine alternative Fahrweise, denn ich kenne die Strecke bisher bloß mit Asphalt. Oh Gott. Blechschaden. Aber das gibt Punkte für uns. Ich kenne die Strecke hier noch mit Unterführung. Das ist eine andere Variante davon. Toll, Dämpfer leckt. Oh Gott, oh Gott. Rivalenherausforderung, crashe in deinen Rivalen, um dich zu rächen und Bonuspunkte zu erhalten. Bremsflüssigkeit leckt. Na toll. Der Wagen ist schon wieder zur Hälfte kaputt. Gibt's ja auch Windschatten in dem Spiel? Können wir die Tür abfahren? Oh, 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 bremsen. Ah, das kann ich jetzt auch nicht machen. Mich in den Gegner reinwerfen zum Bremsen. Da rechts die Unterführung, die ich meine.
Diese kleine Brücke. Ach du Scheiße, Kühler kaputt. Nur noch 21% Wagen. Oh Mann. Au, kritischer Schaden, alles auch noch. Aktuell sind wir Achter. Oh, Scheiße. Kommt direkt vor uns runter, der Arsch. Nein, nur noch 10%. Ey, das ist ja fies. Gehen wir voll kaputt dabei. Bremsausfall. So richtig? Komplett? Ausfall? Oh Gott, lenken geht. Schwierig. 7%. Das kann man zum Glück mitnehmen. Und kaputt. Keine Explosion, kein Puff-Puff. Einfach nur kaputt. Oh. Ich mach mal fortsetzen. 210 Credits. Wir können das Event ja nochmal fahren. Ich will jetzt aber auch nochmal den normalen Schaden ausprobieren. Ich glaube, ja, ich hatte bisher bloß den normalen Schaden. Ich will es auf jeden Fall mal ausprobieren. 3 Runden, ziemlich viel Stein. 91% Kies. Stellen wir mal auf normal. Tag starten. Wir fahren wieder 3 Runden. Na dann mal los. Ein beschädigter Motor zieht mit der Zeit schlechter. Bei Schäden an der Gangschaltung wird öfter falsch geschaltet und das Schalten dauert länger. Das ist die kurze Route von Sandstone Raceway. Oh, das ist ja... Ist das Abendrot? Schaut schick aus. Bonusziele verursache mindestens 500 Schaden. Wenn wir jetzt mehr aushalten, dann geht das bestimmt auch einfacher. So ein schönes Spiel. 11. von 16. Die Strecke kenne ich noch gar nicht. Streckenkarte gibt es ja auch nicht. Ey. Aha, neuer Rivale. Als ob ich den jemals wiederfinden würde. Oh Gott. In diesem Feld von insgesamt 16 Autos. Das ist auch das Problem. Du hast... Haben wir auch immer andere Namen. Jetzt in der Meisterschaft hier in diesem Viererblock bestimmt nicht rausgedreht. Schön. Aber ansonsten, wenn du andere Meisterschaften startest, hast du bestimmt auch andere Namen. Schätze ich einfach mal. Jetzt kann ich noch mehr an den Gegner reinlehnen. Und etwas mehr Flatter 2 Charakter zeigen. Wenn gleich immer noch gilt, man sollte zusehen, sich nicht zu sehr im Feld zu verhaken, um eben auch Platz 1 zu erreichen. Und nach den schlechten Ausbeuten zuletzt sollten wir zusehen, wirklich auf die 1 zu fahren. Oh, der hat ja einen coolen Wagen. Der hier vor mir, den ich eh nicht aussprechen kann, weil sein Name seltsam ist. Und ich das nicht so schnell gelesen bekomme, ja. Wir haben schon so viel Feindkontakt gehabt und nur 7% verloren. 150 Sachen auf der Karre. Oh. Position 5 von 6, vorletzte Runde schon. Ich muss halt in erster Linie erstmal die Strecken irgendwie reinbekommen. Ist noch recht übersichtlich. Man kann überall sehen, wo es als nächstes hingeht. Also keine versteckten Kurven. Aber auch die richtige Geschwindigkeit zu finden, ist auch nochmal so eine Sache für sich. Ah, ne, hier hinten macht er zu sehr zu. Komm, Haupt, wir sind eh schneller. Wir sind eh schneller. Jetzt komme ich zu weit nach außen. Aber er ist hinter uns. Gut. So, letzte Runde. Platz 4 von 16. Letzte und beste Runde zugleich. Also die letzte Runde war die beste. Und wir haben jetzt die letzte. Oh Gott, nein, nein. Hügel. Kleine Gräben. Ich würde ganz gerne auf das Treppchen, dann darf ich hier nicht so weit rauskommen. Scheiße. Hinten kommt gar keiner mehr an. Jetzt sind wir aber wieder Fünfter. So, hier kann ich mal etwas reinlehnen. Der biegt erstmal ab. Aber ich komme jetzt hier nicht so gut raus. Da kommen ein paar andere angeschissen. Okay, hier ist eine feste Leitplanke, kein Holzzaun. Und damit werden wir das Rennen wohl als Vierter beenden. Jo. Besser wird's nicht mehr. Schlechter hoffentlich auch nicht mehr.
Der hat nämlich etwas mehr Schwung. Gucken, hab gar nicht mehr geschaut, wo wir in der Meisterschaft stehen. Herausforderung fehlgeschlagen. Vierter geworden. Der Wagen, der gleiche Typ, so die gleiche Stärke, die gleiche Klasse. C121 ist auf der 2 gelandet. Nach Stufe 3, also Level 3. Und Gesamtergebnis, Punkte-Rangliste. Glückwunsch, du hast diese Serie abgeschlossen. Endposition 2. Aha. Kann ich ja nochmal darauf gehen und gucken, wie das Endergebnis ist? So einfach, so nicht. Schade. Hätte jetzt gern gesehen, wie viele Punkte mir auf Platz 1 gefehlt haben oder wie viel Vorsprung ich auf den dritten hatte. Tja, dann wohl nicht. Dann würde ich sagen, war es das erstmal für diese Folge und ich würde die ganz gern aber nochmal machen. Diese Serie. Das machen wir. Und zwar in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr freut euch auch schon so sehr, wie das hier weitergehen wird. Ich mich auf jeden Fall. Und bis dahin, macht's gut. Und tschüss.